Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Und wir schauen jetzt mal, was sich hier hinten befindet. Okay. Oh, das ist nochmal ein Pickup. Oh, da oben ist ein... Da oben... Ne, da oben waren wir noch gar nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht. Gerade mal kurz was getrunken. Ich habe nicht gemerkt, wenn ich so ruhig rede, ist mein Hals viel schneller gereizt, als wenn ich jetzt irgendwie so voll rumblöcke. Das ist irgendwie kacke. was liegt da? Das ist ein Eimer, den können wir noch mitnehmen. Hier liegen Eisenbahnen. Ein Schmelzofen, cool. Kann ich den moven, mitnehmen? A Forge, herstellen. Okay. Ne, moven können wir den nicht. Okay, wir müssen übertrieben. Das wäre definitiv ein bisschen übertrieben. Nur kurz nochmal zur Information. Ich habe das mit hoher Wahrscheinlichkeit schon ein paar Mal erwähnt. Oh, ein Hammer. Hammer. Sehr geil. Das finde ich Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer. Einzigartig. Okay. Ich hatte es wahrscheinlich schon erwähnt gehabt. Aber ich erwähne es gerne nochmal. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich mache diese Folgen hier mit Absicht so um die 20 Minuten. 20 bis 30 Minuten. 20 Minuten ist normal bei Survival-Spielen bei mir. Natürlich kann es ein bisschen Überlänge sein. Das kann passieren. Ein paar Minuten Überlänge ist immer normal bei mir. In der Regel so zumindest. Die An- und Abmoderation, falls das jemand stören sollte. Ja, das ist dann euer Problem. Nein, ich mache das mit Absicht einfach, um für mich selber auch einen kleinen Cut reinzukriegen. Und es gehört für mich einfach dazu mittlerweile. Und ich hatte eigentlich eine richtig gute Begründung dafür gehabt, aber irgendwie ist mir die komplett entfallen. Warum ich diese An- und Abmoderation mache. Ich überlege es mir. Vielleicht fällt es mir nochmal an. Schauen wir mal, was da hinten ist. Ist das ein Banditenlager? Wegen der Wand da. Nee, sieht nicht so aus. Nee, scheint keiner zu sein, aber ich bin trotzdem auf der Hut. Wieso heißt es eigentlich auf der Hut sein? Wieso heißt es auf der Hut sein? Das kapiere ich nicht. Ohne Zündkerze. Naja. Brauchen wir einen zweiten Wagen? Ich will auf jeden Fall einen Zweitwagen haben. Also beide Kanister sind leer. Okay, das ist dann ein bisschen doof. Das ist dann so ein bisschen doof. Aber egal. Guten Banditen. Nach einem Banditenlager sieht das nicht aus. Da vorne ist wieder ein See. Oh, hab ich mich erschrocken mit dem Feuer da jetzt. Hier ist nichts drin. Gut, das nehme ich hier mit, aber die Batterie lasse ich mal ganz ehrlich. Keine Macht den Batterien. Das ist ein Schrank, okay. Also kein Muskelpaket, sondern wirklich ein wortwörtlicher Schrank. Ist das ein Scheißhaus? Das soll wohl ein Scheißhaus sein. Ah, eine Feder. Aber, ja, da fehlt das Loch. Überraschung. Oh, eine Kiste und ein Schrank. Hier ist nichts drin. Gut, im Schrank ist nichts drin. Was haben wir hier? Essen und eine Shotgun. Gut. Jetzt nichts, was man jetzt unbedingt noch gebrauchen könnte, aber ganz ehrlich. Na, so. Den nehmen wir auch mal hier mit raus. Haben wir hier sonst noch irgendwas zum Erkunden? Sieht nicht so aus, ne? Wie viel haben wir? 11:45, okay. Das heißt, wir nehmen den hier jetzt mal mit. Wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause. Ich würde sagen, ich fülle dann einmal den Eimer mit Wasser. Ah, oder warte mal. Wir haben hier so diese Schmelze hier, ne? Ich laufe mal eben. Diese Schmelze haben wir da oben. Das ist Schmiede. So eine Schmelz. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich guck mal, ob ich noch einen Eimer machen kann. So, flupp. Dann einmal, müsste hier sein, ne? Sledgehammer. Nein, okay, hier können wir keinen Eimer machen.
Nur, wir können keinen Eimer machen. Hier steht ein Eimer, warum kann man den nicht mitnehmen? Na gut, dann halt nicht. Ich glaube, dafür brauchen wir eine normale Crafting. Eine Crafting-Bank. Was steht denn? Ist denn da vorne da? Das passt da überhaupt nicht hier in die Welt rein, das Blatt. Da hat sich das Blatt wohl gewendet, ne? Merkwürdig. Alles so grünlich, grünlich, bräunlich, gräulich, weißt du? Und dann dieses einmal krass blaue, gelbe Bäumchen da. Da waren wir schon, naja. Ich laufe jetzt mal kurz ein bisschen. Zwischendurch laufe ich mal, ne? Das. Hier in der Hütte waren wir auch schon, ne? Ja, hier, genau, hier ist das Stoppschild. Das nehmen wir mal hier mit. Das nehmen wir mit, so. Was war das? Alter, war das der Koffer oder was? Ja, oh Gott sei Dank. Ich dachte, da kommt irgendwie irgendein Vieh oder sowas. Was war der? Die Kombination, die Soundkombination hier von den beiden Dingern. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, komm. Wir nehmen nur den Koffer mit. Das Ding packen wir dahin. Kann man dann irgendwann mitnehmen. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück nach Hause. Ich habe es irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass der Nebel bald kommt. Aber hier sieht es auch generell sehr nebelig aus. Also kann ich mich natürlich auch irren. Da Irren ja menschlich ist. Aber ich bin nur irre und ich irre mich nicht. Ne? Ja. Da. Wo hab ich denn? Hab ich den einmal hier reingetan oder was? Den Eimer habe ich zu Hause gelassen. Ich bin Schlauberger. Ja, gut. Das heißt, wir müssen gleich nochmal laufen, ein bisschen Wasser holen. Vielleicht kann ich vorher einen Eimer machen oder eine Crafting-Bank. Ist das ein Component? Ne, okay. Das sah aus wie ein Component. Component. Component der Barbar. Kennt ihr mal den Film? Nein? Naja. Ist auch nicht so gut der Film. Laufe ich jetzt, warte mal, ich muss hier weiter hoch, ne? Hier lang. Boah, ich sehe kaum was durch den Koffer. Bist du weiter so Kess, hast den Koffer in der Fress. Da ist die Hütte, gut. Wir sind nämlich ein Hüttenmensch. Okay, ist der Hintereingang. War das ein Fehler? Nein. Gut. Wir sind jetzt im. Das ist also der. Ja, Hintereingang ist es jetzt nicht, weil es hier keinen hinteren Eingang gibt, aber wir sind von der hinteren Seite gekommen. Okay. Oh, ruckel. Wenn es nicht nur ruckelt, dann liegt es aber am Rechner tatsächlich. So. Federn da. So, das tun wir dahin. Ich muss hier mal komplett sortieren. Das ist dringend notwendig. Aber bevor ich sortiere, B. Wo haben wir denn hier? Eine Workbench. Hätten wir sogar theoretisch alles, tatsächlich. Boah, sie groß. Die könnte ich theoretisch hier hinpacken. Wobei, ne Quatsch, weißt du was? Die packe ich hier hin. Huch. Da verschwindet die einfach. Pack die mal so. Das war die falsche Taste. Ja. Oh, gerade so schön ausgerichtet, weißt du? So, okay. Was brauchen wir? 16 Bretter, 10 Metal Scraps und 5 Components. Das dürfen wir eigentlich noch hinkriegen, ne? Bretter ist, glaube ich, das Hauptproblem tatsächlich. So. Bretter, dann brettern wir mal einen los hier. Metal Scraps brauchen wir noch ein paar. Components hatten wir voll.
Zack, 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 zack. Und dann, wie vorher mal. Scheiß drauf. No risk, no fun. So, und dann können wir. Ja. Okay, wir können die moven, sehr gut. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen Pickup brauchen. Und ich weiß, dass da am Tisch noch ein Messer ist. Das lasse ich mit Absicht da stecken. So, okay. Tatsächlich würde ich sagen, das war ein bisschen jetzt erstmal sortieren. Warte mal, ich pack das mal zusammen. Wir bräuchten auf jeden Fall noch einen Schrank. Ich mache noch mal kurz einen Schrank hier. Hier war das so. Zack. Ist erstmal scheißegal, wo der steht. Den kann man später immer noch dahin packen. Nein, zwei Komponenten fehlen. Bauen wir mal immer zusammen. Bisschen auf den Timer achten. Ich möchte schon vermeiden, dass die Folgen zu lang werden. Weil das Problem bei gerade, also bei Survival-Spielen gerade, empfinde ich, wenn ihr jetzt irgendwie 30 Minuten lang nur rumläufst, dann ist das eher langweilig als spannend. So, das ist so immer das Problem, was ich habe, weswegen ich die Folgen ganz gerne so ein bisschen kurz halte. Oh, war schon voll. Oha, wie viel Messer haben wir? Draußen noch ein. Oh Gott. Aber wir können die hier reinpacken. Die hier. Das war die, nein. Die hier. Die hier ist das, ne? Das ist die. Was ist das? Riffle Ammo. Okay. Da. Schrotflinte. Wir bräuchten noch so einen Koffer tatsächlich. Komm, das gerade mal hier stört, tue ich mal hier rein. So, zack. Wie sieht es mit Essen und Nahrung aus? Oh, wir gönnen mal. Wir gönnen uns das hier mal. Ja, also ich denke mal, das ist auch nachvollziehbar. Also ich will jetzt nicht unbedingt 40 Minuten nur jemanden dabei zusehen, wie der hier nur sortiert oder sowas. Okay, eine Wasserwaage. Dann mache ich lieber so kürzere Folgen, wo ich dann 20 Minuten dann rumbastel, rumsortiere und dann eben halt in der restlichen dann. Also in den anderen Folgen dann halt. Gucken, dass dann da ein bisschen mehr getan wird. Weil sortieren ist so ziemlich das Langweiligste in jedem Survival-Spiel. Wobei ich mache es eigentlich ganz gerne tatsächlich. Aber man sollte es echt nicht übertreiben. Vor allem ist es für die Zuschauer immer ganz schön lang. Zwischendurch mal echt langweilig. Hallo? Achso, ich komme da nicht dran. Okay, wir haben ziemlich viel Nahrung für den Anfang, muss ich sagen. Verdammt viel Nahrung. Hä? Wo haben wir das denn her? Wo haben wir das her? Das heißt, das muss raus. So, ist alles Nahrung hier. So, zack, zack. Zack, zack. Dass man diese Dosen hier nicht kombinieren, also zusammenstecken kann, das finde ich ein bisschen doof. Komm, den gönnen wir uns mal. Und. Komm, krieg mal eine Cola-Dose. Ein bisschen verschwenderisch hier sein. Du möchtest mal husten, warte. Okay, dann haben wir jetzt hier unsere Nahrungskiste erstmal. Das ist Werkzeug. Werkzeug packe ich alles. Oh, da haben wir noch ein Messer. Ach du Scheiße. Werkzeug und sowas packe ich erstmal alles hier rein. So. Mal so. Dann bestimmt irgendwann noch mehr Werkzeug, ne? Hier haben wir zum Beispiel noch Reifen. Pack mal hier die Autoteile erstmal rein. Da, 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 da. Gott. Ach gut, die Tür habe ich zu. Ich dachte schon, es kommt irgendwie Nebel oder sowas. Weil auf so eine Nacht-Nebel-Aktion habe ich gerade keine Lust. So. Gott, ist das. Boah, aber viel. Und dann packe ich mir meistens mal so hier. Köpfchen kratzen gerade. Zack, zack und zack. Ich versuche mich natürlich ein bisschen zu beilen hier, ne? Weil das ist ja sonst ein bisschen zu langweilig. Stein, die Components Stein, Granatenteile, ja gut. Selbstschrank, okay. Hier haben wir. Oh Gott, haben wir das noch? Das, noch mehr Werkzeuge. Ach du Scheiße.
Ich würde gerne den Shift-Klick da die ganze Zeit machen. Funktioniert aber einfach nicht. Die packe ich auch mal mit hier rein. Mein Nas juckt die ganze Zeit. Das packen wir hier mit rein. Wobei, das tun wir dann später ins Auto wohl eher. Und lassen es dann da. Ja, warte mal, ich mach mal. Warte, das geht nicht. Kann ich den hier? Nein, nicht den. Kommst du das mal her? Okay, so, eins. So. Der ist fertig. Da kommt die ganze Nahrung nur rein. Das ist ein Kampf mit diesen Dingern, ne? Tatsächlich. Was haben wir hier drin? Hier haben wir den ganzen. Gut, da packen wir hier den ganzen anderen Kram rein. Also, das kann man nicht stacken. Oh Gott, das ist ja ekelhaft. So, die Drogen kann man auf jeden Fall stacken. Was? Wollte schon sagen. Packen wir den ganzen natürlichen Scheibenkleister hier rein. Erst einmal. Erst einmal. Federn. Da. Werkzeug. Ich kann packe ich hier das hier rein. Gehen wir an das zuppeln. Dann haben wir hier noch. Packen wir hier erstmal das rein. Hier das. Da kriegen wir noch einen eigenen Schrank für. Das gehört noch zur Nahrung. Das packen wir mal hier. Federn tun wir dahin. Alkohol, Alkohol. Salz dahin, da. So, zack, zack. Und die Streichhölzer. Guck mal so. Die zwei Wasserflaschen. Da kann man manchmal so. So, zack. So, hier haben wir dann das alles. Okay. Okay, haben wir dann. So. Was haben wir hier noch drinne? Hier haben wir das ganze Werkzeug und so. Da würde ich tatsächlich ja. Ich mach mal noch einen Schrank. Und zwar einen roten. Vier Components, vier Bretter, vier Dings. Noch Bretter. Bretter hat man hier reingetan, ne? Ja. Vier Bretter. Half davon. Und so. Das heißt, die machen wir noch eben fertig hier. Dann tun wir hier das ganze Werkzeug rein. Den tue ich jetzt mal hier so hin. Dann haben wir es besser so. Loot all. Da haben wir es ein bisschen abgetrennter, weil das sieht mehr nach einem, ja, Werkzeugschrank aus. Kam auf das Wort gerade nicht. So, das heißt Säge hier hin, Säge hier hin, Säge hier hin. Wobei die Axt und die Säge packe ich mal in eine Reihe. Passt ganz gut. Die Schaufel, das Messer gehört eigentlich zu Waffen, aber da haben wir jetzt gar keinen Platz für. Packe ich mal so hin. So, dann haben wir hier nämlich noch ein leeres. So, hier haben wir nämlich die Autoteile. Den packe ich ja dahin erstmal. Darum lasse ich da drinne. Was haben wir hier nochmal drinne? Hier haben wir den ganzen Kram drinne. Da den. Hier ist Naturzeug, ne? Ja. Ah, der ist leer. So, das heißt dann. Nein, wollte ich nicht. Den hier packen wir. Der kommt erstmal hier weg. So, dann packen wir den hier. Nämlich. Warte. Warte mal. So, packt man den da hin. Finde ich nicht schlecht tatsächlich. Gefällt mir soweit. Der ist leer, ne? Ja, der ist leer. Den packen wir erstmal zur Seite. Ah, das Ganze natürlich gezeigt da. Packen wir. So, ja gut. Geht schon. Das da. Dann nehmen wir den hier. Na gut, warte. So, ich muss. So, zack. Und dann. Zack. Ach, diese Lücken, ne? Immer.
Okay, so geht's tatsächlich. So geht's ganz gut. Was haben wir hier drin? Hier hatten wir die Autoteile. Würde ich auch in den roten reintun tatsächlich. Wir nehmen den jetzt erst einmal. So, und dann zack. So. Ups, das wollte ich nicht. Das, okay, das ist doof jetzt. Hätte ich doch lieber stehen gelassen. So. Das ist wirklich ein Krampf tatsächlich. Wäre schön, wenn die automatisch andocken würden. Das wäre echt schön. So, hier hat man den Autoteile drin. Das heißt, den packen wir dann auch erst einmal hier so schön, wie es nur geht, da rein. Der war leer und hier haben wir die ganze Nahrung drin, ne? Im Koffer haben wir noch. Komm, das packen wir auch mal hier rein. So, das heißt dann. So. Das heißt, wir bräuchten gar nicht mal so viel fürs Auto. Das ist cool. Hier. Die Loks packen wir hier rein. Dann machen wir draußen nämlich später noch ein eigenes. Werkzeug haben wir hier. Dann haben wir noch eine Axt. Na, wohin mit dem Kram? Keine Ahnung. Packe ich erstmal hier rein. Packe ich den Kram erstmal hier rein. Die ganze Nahrung. Die würde ich tatsächlich erst mal hier hinpacken. So. Und den Koffer. Dahin. So. Und den Schrank packt man dann erstmal dahin. So. Sieht ganz gut aus. Gut, dann sage ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Mist Survival wieder. Bis dahin, ciao mit Öl.